Leute, das hier ist einfach mal eine identische Kopie von StumbleGuys und die werden wir einfach mal jetzt testen. Lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schaut euch das mal an, Leute. Das ist einfach mal, ja, eine Kopie von StumbleGuys in Roblox angeblich dargestellt. Leute, es ist so verrückt, ne? Es ist so verrückt, wie das überhaupt hier möglich sein kann. Man kann sogar so hechten, also man kann diesen Sprung nach vorne machen. Es ist einfach alles gleich, Leute, wie, also... Es ist der reinste Wahnsinn. Es gibt hier sogar noch Emotes, sehe ich gerade. Kann ich aber aktuell nicht benutzen, weil man die wohl kaufen muss. Hä? Warum sterbe ich jetzt? Lol, was ist das denn? Was ist das denn für ein Prank gewesen? War da noch eine Plattform frei? Auf jeden Fall, Leute, seht ihr, wir können wirklich alle möglichen Sachen hier machen. Die Emotes können wir sogar hier benutzen, so wie es aussieht. Also lasst doch gerne an dieser Stelle einen fetten Like da, wenn ich vielleicht weitere Fakes von StumbleGuys testen sollte. Und das ist einfach mal Lost Temple. Ich werd verrückt, Leute. Wie kann das denn möglich sein? Okay, und irgendwie konnte ich schon losrennen, bevor der Countdown eigentlich gestartet hat. Und ja, gut, anscheinend geht hier alles ein bisschen schneller. Das ist auf jeden Fall ein kleiner... LOL, warum wurde ich denn so weit nach hinten geworfen? Also das ist schon mal ein kleiner Unterschied, dass hier irgendwie das Gameplay viel, viel schneller ist. Und passiert überhaupt was, wenn ich in die Stacheln reinfliege? Passiert da? Das interessiert mich jetzt mal. Das interessiert mich jetzt mal. Passiert was? Okay, ich sterbe tatsächlich. Ich hätte mir schon fast vorstellen können, dass gar nichts passiert. Ja, will er auch mal aufstehen? Ach, Leute, ich sterbe gar nicht. Ich falle sogar nur um. LOL. Okay. So, jetzt einmal ganz kurz hier irgendwie rüberkommen. Ich habe sogar jetzt hier noch die Stacheln berührt, wie ihr es gesehen habt. Weil manchmal springt er irgendwie sofort so, also wirft sich ganz komisch sofort nach vorne, obwohl ich gar nicht Doppel-Leertaste drücke, denn mit Doppel-Leertaste kann man hier tatsächlich dann diesen Sprung nach vorne machen. Hechten. LOL. Was ist das denn? Also ein bisschen buggy ist das schon. Man darf allerdings nicht vergessen, das Ganze ist hier natürlich nur eine Nachmache, nicht das originale Spiel. Und ich weiß zwar nicht, warum man ein kostenloses Spiel nochmal in einem kostenlosen Spiel spielen sollte. Dann spiele ich doch lieber sofort das originale Spiel. Also meiner Meinung nach ist trotzdem zum Ausprobieren gar nicht mal so schlecht. Also deswegen zocke ich das hier gerade. Und warum der sich hier einfach hier random hinstellt, keine Ahnung. Aber Leute, wir sind im Ziel angekommen. Das war bis jetzt das nächste Spiel. Das hier sind auch die Sachen, die man sich im Shop kaufen kann. Eine Grätsche, den Boxhandschuh gibt es tatsächlich auch. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Aber, naja, gucken wir weiter. Das nächste Spiel. Lol, warum geht der Shop jetzt hier nicht weg? Und das nächste Spiel ist einfach mal Bombardment. Leute, warum zur Hölle ist es hier auch 1:1 gleich? Also, es gibt ja wirklich keinen Unterschied mehr, bis auf, dass das Ganze hier ein bisschen schlechter ist, also von der Umsetzung her. Ja, wie gesagt, wenn ich einmal Leertaste drücke, dann drückt er irgendwie oft sofort zweimal, obwohl ich es gar nicht mache. Wäre jetzt natürlich schmackhaft, wenn ich die Leute einfach runterboxen würde. Komm, ich kaufe mir einfach mal den Boxhandschuh, Leute, nur für euch, um euch das Ganze mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn man hier den Boxhandschuh hat. Und jetzt gucken wir mal, ob ich die Leute wirklich hier herunterboxen kann oder nicht. So, okay, da wird schon einiges hier weggesprengt. So, können die jetzt hier mal stehen bleiben. Und, ja, okay. Ah, lol, okay, da wurde wirklich, glaube ich, weggeschleudert. Und die Kiste wird einfach in zwei Teile geteilt. Kann man mal machen. So, jetzt gehe ich mal zu dem Typen, der sich da auf diese Kiste hinstellt. Den müsste ich doch jetzt ohne Probleme wegboxen können, oder? Schauen wir mal nach und... Jawohl! Selbst wegboxen kann ich in diesem Spiel. Hört doch auf. Lol, will er sich auch wegboxen lassen oder was? So, weg mit dir. Ey! Jetzt habe ich ihn einfach mal hier weggeboxt. Lol, der glitscht hier ein bisschen herum anscheinend. Und jetzt nochmal. Jetzt rennt er weg von mir. Oh, jetzt rennt er weg. Er hat gemerkt, okay, der Pat hat wohl den Boxhandschuh. Der wird mich hier gleich wegboxen. So, den hole ich mir noch auf dieser Kiste drauf. Komm, den hole ich mir jetzt noch. Und bam! Ey! Ach, das war die Grätsche. Lol. Okay, den Grätsche wollte ich jetzt hier nicht benutzen. Oben links steht übrigens die Zeit, wie lange wir noch die Runde spielen. Das sind aktuell noch 18 Sekunden. So, ich würde einen noch gerne wegboxen. Also tatsächlich haben die sogar die Emotes reingebracht. Die Grätsche ist natürlich auch am Start. Könnte ich mir auch kaufen. Mache ich auch gleich in der nächsten Runde. So, wegboxen. Bam! Lol, und der ist sogar gestorben. Der ist irgendwie ins Wasser geflogen. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich
mit einem anderen Spieler, der letzte, der überlebt hat. Das ist ja mal richtig verrückt. Und hier haben wir einfach mal Honey Drop, lol. Und ich kann schon im Intro, wo die Zahlen runterlaufen, weg, ja, loslaufen. Aber was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Blöcke, ja, kann man es Blöcke nennen, diese Bienen, Hexagons viel schneller verschwinden als die normalen. Also normalerweise bei StumbleGuys dauert das deutlich länger. Und hier geht das echt schnell. Also das ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied hier. Alter Schwede, aber es ist schon echt lustig. Ich frage mich halt nur, wie gesagt, warum man sich die Mühe macht. Weil, wie gesagt, StumbleGuys ist ja schon kostenlos. Warum will man sich dann hier das Ganze in Roblox spielen? Falls ihr das Spiel vielleicht zockt in Roblox, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht sogar besser findet. Keine Ahnung. Kann ja möglich sein. Nur mein Gedanke ist so, okay, beides ist ja kostenlos. Warum spielt man das kostenlose Spiel dann nochmal in einem kostenlosen Spiel? Keine Ahnung. Aber vielleicht hat das ja irgendwelche Gründe, an denen ich gerade nicht denke. So, gibt es ja auch Bugs. Das wäre natürlich lustig, wenn ich mich irgendwie jetzt hier in den Baum reinglitschen könnte oder so. Aber ich glaube, das ist leider nicht der Fall hier. Und es wird jetzt hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer hier gewinnt? Oh Gott, Leute. Ich glaube sogar, ich habe hier gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott, ich bin der Letzte. Der hier am Start ist sehr, sehr nice, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt sogar noch einmal die Grätsche hier zum Schluss. Mal schauen, wie die Grätsche hier in StumbleGuys funktioniert. Und das nächste Spiel ist, oh mein Gott, Humble Stumble. Und es sieht einfach genau gleich aus. Und warum kann ich schon wieder vor dem Countdown loslaufen? Ach, hier ist so eine unsichtbare Wand gewesen. Und, lol, ich habe den einen weggegrätscht. Man hat es auch ein bisschen gesehen. Ah ja, okay, okay, lol. Okay, das Trampolin funktioniert aber nicht so perfekt. Lol, okay, jetzt anscheinend ja doch, anscheinend irgendwie doch. So, jetzt grätsche ich die Person einmal hier weg. Okay, wurde ich auch von der Wand ein bisschen hier mitgenommen. Lol. Ah ja, okay, jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen weggedroppt. Frag mich nicht, warum. Okay. Kann ich den jetzt hier nochmal weggrätschen, bitte? Lol. Ah, das ist bei normalen StumbleGuys anders. Die Wände geraten gar nicht so herüber. Okay, und irgendwie haben die auch nicht so einen krassen Einfluss, die Wände. So, jetzt grätsche ich den weg. Ja, das hat funktioniert. Man hat es gesehen. Okay, aber anscheinend halten diese Hindernisse mich nicht so krass auf. Aber es ist, wie gesagt, super lustig, einfach mal das Ganze hier so zu testen. Hier haben wir einfach das nächste Spiel, Over and Under. Leute, ich werde verrückt. Warum gibt es hier einfach jedes Spiel von StumbleGuys? Auch wenn es nicht fehlerfrei ist, jedes Spiel, muss ich echt sagen. Ich meine, die Entwickler haben sich da wirklich Mühe beigegeben. Ich kann, wie gesagt, nicht verstehen, warum man sich so viel Mühe macht. Keine Ahnung, aber trotzdem, finde ich, sollte man diese Arbeit auf jeden Fall schätzen. Ist ja wirklich sehr, sehr cool umgesetzt, auch wenn es einfach eine 1:1 Kopie ist. Kann man hier auch außen rumlaufen? Ja, auch das funktioniert einfach mal in der Version, ja, in der Fake-Version, könnte man sagen, von StumbleGuys. Oder in der Kopie von StumbleGuys, kann man das so nennen? Also, es ist ja, wie gesagt, 1:1 gleiche Spiel, deswegen, das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Und hier haben wir, oh, hier ist ein bisschen was anders. Hier haben wir einfach mal Plattformen, die wohl nicht verschwinden. Das ist ein bisschen anders, aber gut. Auch hier kommt man in die Ziellinie, Leute. Ja, ich würde sagen, Leute, das wäre es gewesen mit diesem StumbleGuys-Klon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr vielleicht noch öfter sowas sehen möchtet. Bis dann und ciao.